Sobald ein Teil geprüft wurde, kann ein Bericht erstellt werden. Mit Hilfe der Druckvorschau-Schaltfläche können Sie einen simplen, druckbaren, einseitigen Bericht, der das Teil zeigt, erstellen. In der CAD-Ansicht angezeigte Labels werden auch in der Druckvorschau angezeigt. Wechseln Sie für einen detaillierteren Bericht in die Berichtregisterkarte. Hier werden alle Messungen mit Toleranzband, Toleranzen etc. gezeigt. Sie können im Bericht außerdem weitere Informationen, wie beispielsweise Informationen zum Kunden oder zum Prüfer, angeben. Auch die grafische Darstellung der Flächenprüfungen werden automatisch erstellt. Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, geben Sie unter Messungen, Parameter die entsprechenden Informationen ein. Bilder können im Bericht eingefügt werden, indem Sie unter Verwendung der entsprechenden Schaltfläche in der linken Symbolleiste eine CAD-Ansicht erstellen. Diese CAD-Ansicht erstellt ein Bildschirmfoto, das im Bericht eingefügt wird. Die Position des Bildschirmfotos im Bericht wird durch die relative Position im Sequenzbaum bestimmt. Sobald Sie Ihren Bericht beendet haben, können Sie diesen mit dem Druckensymbol ausdrucken. Sie können einen Bericht auch anpassen, zum Beispiel mit Logos Ihres Unternehmens oder mit bestimmten Daten. Berichte können im HTML- oder im Excel-Format ausgegeben werden.